Zweiter Durchgang. Aufschlag Becker. Wunderbarer Return von Sampras, der erst im letzten Moment aus dem Handgelenk heraus korrigiert hat, noch geschaut hat, wohin Becker marschiert. Ja, Anspannung in der Bank, der Loge von Boris Becker. Den hatte Sampras früher erahnt. Gut, dass Becker da aufpasst. Den gerade noch ins Eck löffelt. Rechts ist Thomas Karlberg, ein Schwede hier, der oberste Mann der ATP. Links Kollege Wolfgang Schäffler von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tennis- und vor allen Dingen Golffan, sage ich Ihnen mal, während hier Becker sich einer weiteren Breakchance gegenüber sieht. Gut gewartet von Sampras und dann technisch perfekt durchgezogen. Ja, Becker braucht Hilfe. Becker sollte bemüht sein, ist natürlich bemüht, den Schlüssel zu seinem Spiel zu finden, den Aufschlag. Der ist für ihn lebenswichtig im Sport. Yeah.
mehr diese Rückhand-Longline, mit der uns Boris Becker in dieser Woche hier wahrlich verwöhnt hat. Sampras hat sogar noch die Netzkante touchiert. 15 beide, 15 auch. Explosiver Start. Becker 2-0 Break. Pete Sampras schlägt in diesem zweiten Satz bei weitem nicht so gut auf wie im ersten Durchgang. Und dazu kommt, dass Becker, nachdem er diese kleine Krise im ersten Spiel überstanden hat, die Breakchancen jetzt gut retourniert hat. Ähnliche Ausgangslage wie im ersten Satz. Bisher 6 Asse, 5 Doppelfehler. Becker eben wieder versucht, mit der Brechstange diese Vorhand quer über den Platz zu treiben. Also ich finde das toll, wie das Publikum hier mitleidet, mitfiebert, jeden Ball begleitet.
Einmal mehr ein unglaublich schneller Antritt von Pete Sampras auf der Grundlinie. Eigentlich unerreichbar, dieser tiefe Vorhandvolley von Boris Becker. Und er hat dann Glück, dass der Doppelkorridor noch da war. Achtes Ass. Gutes Aufschlagspiel von Becker, 3-0-Führung im zweiten Durchgang.